Tja, wer hätte gedacht, wir sind wieder zurück. Hearts of Iron 4. Der Krieg, wir schauen gerade aus türkischer Sicht, warum auch immer. Der Krieg läuft super. Aus Sicht von Russland allerdings nicht so. Sehr teuer. 3,88 Millionen Männer haben sie schon verloren. Also, es juckt die Russen halt nicht, ne? Die Russen haben halt Manpower ohne Ende. Aber Deutschland, das Deutsche Reich hat auch. Also, das Deutsche Reich steht auf alle Fälle noch. Sagen wir mal, wie es ist. Das Deutsche Reich steht auf alle Fälle noch. Das heißt, ich erwarte jetzt hier in absehbarer Zeit eigentlich keinen Fall, ne? Aber. Solange werden sie nicht standhalten können. Also die werden nicht kollabieren, aber ja, die Schweiz ist mit drin, Italien fällt halt, ne? Mit dem Fall von Italien hast du halt dann wieder das Problem, da fällt dann der südliche Verbündete weg und dann war es das quasi. Ja, aber selber schuld. Spanien hat den Autonomielevel von Marinette auf Kolonie verändert. Oh. 100 minus 150 politische Macht. Ich finde es relativ krass eigentlich. Warum? Warum die KI-Nationen alle so krass mit ihrer politischen Macht ins Minus gehen, alle? Ja gut, nicht alle. Weil Frankreich hat Minus, Sowjetunion hat Minus, Deutschland hatte Minus, ist auch ganz knapp nur. Oh, die Finnen haben 400 oder was? Alles klar. Die Finnen denken sich so, tschüss. Okay, Schweden hat 18, 20 Divisions, Norwegen hat 13. Finnland hat, Wie stark ist denn Frankreich? Die haben 160, 170 Divisionen, die Franzosen. Die Baguette-Gesichter. Portugal ist auch in relativ stark. Wo ist denn Portugal eigentlich mit ihren ganzen Truppen? Die sind in Afrika und Asien, interestingly. Das heißt, rein theoretisch, das ist richtig, sehen müsste ja Japan eigentlich. Hier unten, sie haben es auch vorbei. Ja gut, na, das ist ja die große Front hier in Britisch-Indien. Das sieht mir nicht ganz so gut aus für Frankreich hier unten. Britisch-Indien. Okay. Okay. Naja, zum Glück für Russland ist Mitsch ein eigenes Bündnis, weil sonst... Wer kommentiert jetzt im Krieg mit den Alliierten? Also auch interesting von den Russen. Da jetzt auf einmal... Naja gut, egal. Müssen sie selber wissen. Ich würde es aber hart feiern, würden jetzt die Russen den Alliierten auch den Krieg erklären. Das fände ich das Highlight des Jahres. Aber ja gut, man merkt vielleicht auch schon ein bisschen, dass die Truppen ein bisschen abgezogen werden von den Russen und Co. Also die Russen auch wirklich Millionen Verluste. Schau mal bitte die russischen Verluste an. 4,42 Millionen. Deutschland mit 1,99 Millionen. Die meisten, naja, schon auch durch die Sowjets, aber wahrscheinlich durch die eigene Offensive. Ich finde es interessant, dass Russland noch irgendwo Gebiete verloren hat, weil die haben irgendwo Warscore verloren. Ah, die Türkei ist ja noch mit drin, aber die Türkei wird ja, glaube ich, auch gerade... also, hart angenommen von den Russen. Dass ich es einfach mal so sagen darf. Was ist eigentlich oben mit deutschen Truppen eigentlich? Okay. Die greifen sogar an hier teilweise, die sind sogar erfolgreich dabei. Was ist denn da los? Was ist mit den Deutschen los? Die Deutschen pushen sogar wieder zurück. Und hier unten auch die Italiener haben es auch geschafft, die spanische Offensive zum Fall zu bringen oder zum Erliegen zu bringen. Interesting, alles in allem. Südafrika bleibt ja auch in der Sphäre der Alliierten drin. Na, also, was? Niederlande, okay. Man merkt halt auch einfach so ein bisschen, dass wir... Ah, die haben alle Streiks, das ist das Problem. Aber ich glaube, man merkt auch, dass die Alliierten so ein bisschen gefordert sind aktuell mit in Indien und Co. Was ist da unten los? Achsenmächte? Italien unten in Afrika fett am Kämpfen? Okay. Versuchen da ihre ehemalig eroberten Kolonien zu halten. Ob sie das schaffen werden, das wird sich zeigen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Japan unten auch am Aufräumen. Auch das hier, das wird sich nicht ewig verteidigen können. Auch wenn Siam nicht im Krieg mit drinne ist. Ach so. Die Siamesen sind Feiglinge. Das gut für die Franzosen ist. Denn das bedeutet auch gleichbedeutend natürlich, dass die Franzosen... Weil wenn jetzt Siam den Krieg beitreten würde, dann wäre hier innerhalb kürzester Zeit das Licht aus. Bin ich mir sicher. Da wird es kein Leben mehr geben. Die Türkei hält sich noch tapfer gegen die Russen. Weil die Russen hier dann doch schon auch... Falsch geguckt... Okay, die verteidigen irgendwie die deutschen Gebiete nicht. Die gehen nur an ihre eigene Front hier, was ich relativ interessant finde.
Die russische Offensive hier hingegen geht durch, geht in den Keller. Also da tut sich gar nichts mehr. Die Deutschen erobern hier auch die Gebiete zurück in der Zwischenzeit. Okay, da ist die Offensive der Deutschen mal gescheitert. Aber interesting alles. Nein, muss ich schon sagen. Ich finde es alles sehr interesting, was hier geschieht. Die Kampagne ist noch lange nicht vorbei. Auch hier die Italiener haben sich hier gut gefangen. Da geht kein weiteres, da gibt es kein weiteres Vorankommen. Angriff auf Rom mit 2-7 Divisionen scheitert. Obwohl die, ja, jetzt vielleicht doch. Fällt Rom? Verlieren die Italiener Rom oder verlieren sie es nicht? Das ist hier die Frage. Ist auf alle Fälle umkämpft. Wenn Rom fällt, fällt Italien nicht. Das ist immer so ein Irrglaube. Da ist Kroatien irgendwie interessanterweise an der Macht. Ja, hier ist Stellungskrieg angesagt. Hier tut sich nicht viel. Auch hier bei dem Fluss, das ist hier natürliche Grenze. Da ist kein Rüberkommen, wenn du da angreifst, kannst du eigentlich deine Truppen direkt wegschmeißen. Da ist Land aus. Und was ist hier los? Oh, die Dänen werden gerade überlaufen. Die Dänen werden gerade überlaufen von den deutschen Truppen. Und das war's. Also normalerweise müsste Deutschland jetzt Kopenhagen nehmen. Ja, und mit dem Fall von Kopenhagen fällt Dänemark. Und mit dem Fall von Dänemark... Ja, mit dem Fall von Dänemark kann das Deutsche Reich jetzt neue Truppen abstellen. Und auch Belgien hat surrendert. Brüssel ist gefallen. Was ist denn jetzt los? Brüssel ist gefallen. Es führt noch nicht zum Surrendern von Belgien, aber Brüssel ist gefallen. Und das wird jetzt hier langsam kritisch. Uiuiui. Uiuiui, uiuiui. Okay, okay, okay. Ich hatte mit dem Deutschen Reich schon abgeschlossen, aber... Irgendwie... Das große Comeback des Deutschen Reichs hier. Wir spielen Vanilla. No Mods. Auch Italien scheint mir hier wieder ein bisschen Druck zu machen, aber die kommen nicht durch. Wüstenschlacht bei El Alamein. Die gibt es dieses Mal nicht. Dafür gibt es hier unten fette Schlachten, aber da sind die Italiener am Durchpushen sogar wieder. Also ich finde es interessant, auch was hier abgeht. So, ansonsten hier der andere Schauplatz. Japaner mit ihren Verbündeten versuchen in Britisch-Indien einzudringen. Und Siam hat in den Krieg eingegriffen. Siam hat in den Krieg eingegriffen und unterstützt Japan. Und da sind einige französische Divisionen eingekesselt. Da verliert Frankreich einiges an Gebiete. Uiuiui. Manpower. Es wird langsam schwierig jetzt. Also Manpower ist krass gestiegen. Die spanische Invasion wächst ein bisschen, dafür ist Niederlande kurz davor zu fallen. Und auch Belgien hält nicht mehr lange. Eieiei. Frankreich hat einige Divisionen verloren, die haben so um die 20 Divisions verloren. Eine Großoffensive der Alliierten jetzt hier unten. Die geht aber komplett in die Hose. Alliierten bereits mit 10 Millionen Verlusten, die meisten durch Russland. Die Lebenländer mit reinnehmen. Denn Spanien wird als Nebenland gezählt. Belgien und Niederlande interessanterweise angeblich noch nicht vorm Surrendern. Auch wenn die Niederlande zum Beispiel gar keine Territorien mehr hat, so wirklich. Die haben natürlich noch Amsterdam, ist natürlich der Vorteil. Was ist hier los? Man sieht nichts. Man sieht, dass nur Truppen sich zurückziehen. Okay. Spanien macht hier gerade Krawall. Wird jetzt aber wieder zurückgedrängt wahrscheinlich gleich. Kann ich mir vorstellen, oder? Ah, hier die eine sowjetische Division. Na, jetzt kommt dann die Counteroffensive der Deutschen. Rom ist immer noch nicht gefallen. Italien hält Rom tapfer. Und die Türkei pusht weiter. Die Türkei pusht weiter in Russland rein. Finde ich relativ faszinierend von den Türken. Respekt da an die Stelle. 35 Divisions nach wie vor. Ganz konstant. Gute Leistung von türkischer Seite hier. Italien auch hier unten in Afrika am Krawall machen. Da-dum, dum, da-dum, da-dum, dum, dum, da-dum, da-dum. Ja, Deutschland hat sich jetzt erstmal wieder ein bisschen eingechillt hier. Die verlieren halt auch massiv Frankreich hat null Manpower. Und die haben keine politische Macht, das zu ändern. Alter. Privet, Genossen. Den fehlen. Alter. Alter. Die haben
Den fehlen 500.000 Soldaten. Alter. Frankreich, was zur Hölle? Frankreich fehlen 500.000 Mann. Und die können nichts machen. Minus 150 pp. Tschüss. Tschüss, das wird Frankreich killen. Das wird Frankreich killen. Die haben keine pp. Die Russen ist es wurscht. Der Ivan, Alter, den juckt das nicht. Oh, Brasilien ist im Krieg mit Brasilien. Oh, what the fuck. Was ist denn hier jetzt los? Das sind die Faschistos. Das sind die Faschistos. Das Faschistos Brasilianos. Okay, das ist eine richtig fettes. Ja, das Ding ist durch. No front an die anderen Brasilianer. Ihr seid gefickt. Ihr habt so keine Chance. Ihr habt so keine Chance, Alter. Ihr tut mir richtig leid. Also das wird sicherlich eine äußerst kurze Geschichte, bin ich mir ziemlich sicher. Da wird keine große Chance, das wird keine große Chance hier sein für Brasilien. Und da ist die Frage, wem treten die dann den Faschistos bei? Aktuell noch nicht. Aber das wäre natürlich jetzt hier perfekte Gelegenheit, weil die haben dann, da wäre auf einmal ganz Südamerika mit in diesem Krieg drin. Rio de Janeiro ist das Ziel natürlich der Nationalsozialisten. Um da eben Prinz Pedro Henrique, unerfahrener Monarch. Kein Wunder, dass da die Nationalsozialisten Aufstand proben. Unter Anführer von Getulio Vargas, deckliche Beliebtheit Kommunismus minus 0,01, diplomatische Akzeptanz von Kommunismus minus 0,5. Also man kann eigentlich sagen, der Typ hasst Kommunisten wie die Pest. Das wird auf alle Fälle interesting. Also wir sehen hier, ja, also die können sich jetzt aktuell noch gut wehren, sage ich mal. Okay, Portugal ist mit dem Krieg drin. Wait, what? Was ist denn das jetzt? Warum ist jetzt auf einmal Portugal mit dem Krieg drin? Auch interesting. So, Deutsches Reich. Okay. Ah. Seit wann ist Irland nationalsozialistisch? Die irländischen Freunde haben sich für den Faschismus entschieden und haben die Briten aus ihrem eigenen Land vertrieben. Na gut, nicht ganz aus ihrem eigenen Land. Die Deutschen stehen kurz vor den Siegen gegen Niederlande und Belgien. Müssen aber langsam aufpassen, weil der spanische Block wird ziemlich groß hier jetzt langsam aber sicher. Der spanische Block wird langsam aber sicher sehr groß. Die Deutschen haben eigentlich genug Truppen da. Die haben auch genug Manpower. Die haben auch massiv Truppen im Feld eigentlich. Die Türkei pusht jetzt Richtung Bulgarien und Griechenland. Und Italien, ja, Italien schafft sogar, Italien hat sogar geschafft, die Invasion zurück, ein bisschen den Schweizer, die Schweizer Ausgeburt der Hölle rauszuprügeln wieder. Die Deutschen schaffen es auch hier, die Offensiven, also die Russen. Also ich war mir sicher, dass der Krieg verloren ist für Deutschland, aber bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der so hundertprozentig verloren ist. Und vor allem wird auch spannend, wie Brasilien jetzt hier agiert. Haben die noch einen Hafen? Ja, die haben einen Hafen. Das heißt, die könnten rein theoretisch Unterstützung aus Portugal bekommen. Wenn Portugal den unterstützen möchte. Das ist natürlich die andere Frage. Italien legt ab jetzt hier oder lässt die Häfen offen für Dingenskirchen. Frankreich verliert jetzt hier unten endgültig ihre Gebiete. Das wird für Frankreich ist das sehr, sehr hohe Verluste, die sie hier machen, denn da waren die kompletten Gummivorräte der Franzosen waren da unten. Die sind jetzt weg. Und Indien fällt auch. Indien fällt. In Indien fällt und Französisch-Indochina fällt. Das ist beides Geschichte. Die Niederlande verliert ihre Kolonien an Japan. Also, das ist alles in allem hier wirklich sehr, sehr interessant. Muss ich wirklich sagen. Ich finde es ungeheuer interessant. Natürlich ist es ein Riesenbündnis, was wir hier haben. Die großostasiatische Wohlstandssphäre ist, glaube ich, mit einer der stärksten Bündnisse aktuell. Und vor allem auch schön zu sehen, dass die Deutschen das hier geschafft haben, diese Offensive zu stoppen. Vor allem natürlich auch bei den River Crossings, weil es hier jetzt kurz einen Durchbruch gab. Den die Russen allerdings nicht. Naja, die Russen verlieren hier gerade. Die Russen werden jetzt hier hart zurückgedrängt. Spanien fingiert gegen Russland. Oh, fuck. Was ist denn jetzt los?
Unabhängigkeitskrieg. Geil, was ist hier los? Ich feiere die Kampagne schon wieder hart, Alter. Ist schon wieder so geil. Ich hab schon wieder so viel Spaß auf das Ganze. Jetzt stell dir mal vor, Spanien erklärt den Unabhängigkeitskrieg und alle spanischen Truppen sind mit einem Schlag weg aus von, hier, das sind 50 Divisions, die den Russen dann fehlen würden. Alter, geil. Leute, ich sag's euch, hier geht's ab. Hier unten auch sehr interessant eben, das interessiert mich sehr. Vor allem fragt dich jetzt, warum ich immer hier hingehe, wobei das ja nicht so interessant ist wie Europa. Ganz einfach, ich möchte nicht so die ganze Spannung nehmen aus Europa. Ich möchte einfach überrascht werden, wenn wir gleich wieder hingehen in ein paar Sekunden. Und einfach mal ein bisschen den Verlauf sehen, so was passiert da groß. Ne, eigentlich interessiert mich jetzt nur, was die Spanier machen. Erklären jetzt wirklich einfach den Unabhängigkeitskrieg. Krass einfach. Die spanischen Compreros. Noch 40 Tage. Also wenn Deutschland so lange schafft durchzuhalten und dann die Spanier den Bürgerkrieg gegen, oder den Krieg gegen die Sowjets erklären, dann wird es interessant, glaube ich. Und jetzt hier die Counteroffensive. Die Vereinigten Staaten sind den Alliierten beigetreten. Jetzt wird es richtig interessant. Jetzt wird es richtig interesting, denn die United States haben fucking 220 Divisions. Und das könnte das Ende für Deutschland bedeuten, sage ich euch ganz ehrlich. Das könnte das Ende der Deutschen bedeuten, erneut. Ja, jetzt japanisch-mikroamerikanischer Krieg oder wie das da hieß. Tja, und die Spanier, die bewegen sich aktuell noch schön durch deutsches Territorium. Ja, da... Okay. Was? Die... Hä? Was ist denn jetzt los? Hä, war Norwegen nicht bei den Alliierten? Hä, was zum Fick ist hier los, Alter? Spanien erklärt die Unabhängigkeit. Die United States treten dem Krieg bei. Tanatuba wurde als Verbündeter gerufen, okay. Ich schau mir das Ding weiter an. Das ist, das kann ich nachvollziehen, was hier passiert. Das ist in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Rio de Janeiro wird aktuell von 4 heldenhaften Divisionen verteidigt. Das Problem ist nur, dass man Stück für Stück weiter zurückgedrängt wird. Das andere Problem, was die halt leider haben, ist, dass die einfach, ja, jetzt auch zu wenig Truppen haben. Die haben um die 300.000 Mann. Die haben 420.000 Mann. Portugal schickt auch keine Unterstützung. Haben weniger Fabriken. Weil dazu sagen muss, dass eigentlich generell Brasilien jetzt kein Kontinent ist, wo ich sagen würde, er ist militärisch super krass. Okay, das ging schnell. Okay, hier ist gerade die Scheiße richtig am Dampfen. Die haben Rumänien beseitigt, ganz nebenbei. Und hier sind mega viele Divisionen eingekesselt. Die müssen schnellstmöglich per Hafen evakuiert werden hier. Weil sonst gibt es ein Problem, weil die Russen, weiß nicht, ob die die gehen lassen. Uiuiui, Leute, was ist hier los? Was ist das hier? Das ist, sieht nicht gut aus. Die sind auch abgeschnitten von der Außenwelt. Das ist Belgrad, was da gleich fallen könnte. Das wäre das Ende von Jugoslawien. Das Vereinigte Königreich fingiert gegen Griechenland? Was? Hä? 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 Was für ein Ding? Die Ölimporte sichern. Mach mal keinen Stress jetzt hier. Kriegsziel gegen Irak, Iran, Niederlande. Ach so. Deswegen, wegen der Niederlande. Weil die Briten kriegen den Kriegsgrund gegen die Niederlande, deswegen steht das komische Ding dann da. So, jetzt auf alle Fälle die Kacke nur fett am Dampfen. Die Türkei greift wieder Großrussland an. Russland ist das Problem, dass die oben gegen Norwegen, Schweden und Finnland im Krieg sind. Die nordischen Nationen gemeinsam jetzt auch noch im Krieg gegen Deutschland. Okay, also jetzt ist in der Zwischenzeit wirklich jeder mit jedem im Krieg. Das ist, warum ich Hearts of Iron 4 so sehr liebe. Spanien ist Kommentar beigetreten. Hä? Hä, was war das denn jetzt? Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass die hier irgendwie Bürgerkrieg, Unabhängigkeitskrieg oder irgend sowas. Aber scheinbar nicht. Ja gut,
Auf alle Fälle, die Deutschen haben so viele Truppen in der Zwischenzeit. Da geht mir ein bisschen die Hose. Aber ich schau wieder nach Brasilien kommen. Weiß, wir schauen uns auch wieder Brasilien an. Das kann ich immer nachvollziehen, das, was in Brasilien passiert. Das ist immer alles nachvollziehbar. Was? Blauhelm Polen ist Achsenmärchen beigetreten? Portugal. Blauhelm Portugal. Okay. Das Königreich Portugal ist Alliierte beigetreten. Brasilien ist Achse beigetreten. Und Spanien ist im Krieg mit Frankreich. Okay, ich bin raus für heute. Nee, ich muss noch 3-4 Minuten machen, aber trotzdem. Alter, was ist hier los? What is this campaign? Vor allem jetzt ist Niederlande gefallen. Niederlande ist auch schon gefallen in der Zwischenzeit. Ich kriege hier gar nichts mit. Niederlande ist gefallen. Jugoslawien ist auch schon gefallen. Spanien hat die Mongolei als Feind gerufen. Und da war doch irgendwie spanische Truppe. Was ist hier los, Alter? Das ist kranker wie jede meiner Kampagnen, Mann. Luxemburg. Luxemburg ist schon lange nicht mehr. Okay, ich habe Angst, dass mein PC sich gleich verabschiedet, weil... ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, Mann. Portugal hat kapituliert. Das Königreich Portugal hat kapituliert und die anderen Typen da haben gewonnen. Frankreich hat die Schweiz als Feind gerufen. Warte, wer ist jetzt eigentlich mit wem im Krieg? Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Die sind ja verbündet mit der Achse. Aber sie sind nicht im Krieg mit Spanien, was interesting ist. Spanien ist dafür jetzt mit allen im Krieg. Die Sowjets aber auch. Also irgendwie ist jetzt hier jeder mit jedem im Krieg. Leute, die Kampagne, das ist schon wieder too much für mich. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.